umgeben von den hochrangigen Regierungsvertretern. Und die kamen zunächst in den Genuss deutscher Volksliedkunst, und zwar mit Hilfe von Placido Domingo. Derart eingestimmt erinnerte die Kanzlerin daran, wie grundlegend der Mauerfall war. Das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. Und meine Damen und Herren, es war eine epochale Zeitenwende. Das wissen wir heute. Die Deutschland, Europa, ja auch die Welt, die damals in zwei Blöcke geteilt war, wieder zusammengeführt hat. Endlich war das Ende des Kalten Krieges gekommen. Es begann eine Ära der Einigkeit, des Rechts und der Freiheit in ganz Deutschland und in ganz Europa. Viele der Besucher sind extra wegen der Jubiläumsfeier nach Berlin gekommen. Noch einmal den Mauerfall fühlen, noch einmal nacherleben. Also ich habe ganz konkret in Erinnerung, weil ich damals Fernsehen geschaut habe und schon so um kurz nach 8 kamen irgendwelche Sondersendungen. Und ich habe meinen Bruder angerufen, ob wir sofort nach Berlin fahren, und er hat Nein gesagt. Habe ich mich tierisch drüber geärgert, und im Endeffekt war das ein Fehler. Und jetzt, naja, ich komme aus München, und da ist natürlich die Anfahrt ein bisschen länger, und jetzt bin ich heute spontan hergeflogen. Wegen dieser Geschichte hier? Ja, weil ich es mir heute anschauen wollte. Ich war vor 20 Jahren hier, ich stand auf der Mauer obendrauf. Jetzt lebe ich in England, ich musste wiederkommen, ich muss es einfach nochmal, ich muss dabei sein. Die Emotionen waren unbeschreiblich. Also ich bin dankbar bis heute, und das wird wahrscheinlich immer so bleiben. Also für mich ist das sensationell nach wie vor. Ich habe es vor 20 Jahren verschlafen. Da habe ich gesagt, dann muss ich heute hierher gehen. Was heißt verschlafen? Ja, wir haben das irgendwie nicht geglaubt, dass der Schabowski da so, ach, wer weiß, was das wieder ist, und wir gehen mal ins Bett. Und dann war es passiert. Vor allen Dingen, als wir in unsere Betriebe kamen, war niemand da. Die waren ja, alle, mit ihm waren sie alle, alle fort. Die waren alle auf dem Kudamm. Ja, bloß wir nicht. Jeder Deutsche hat so seine eigene Mauerfallgeschichte. Und der russische Staatspräsident spricht Besucher und Berliner ganz persönlich an. Meine Damen und Herren, liebe Berliner, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Wohlregen und Prosperität. Alles Gute. Und die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton betont das Recht auf Freiheit. Wir erinnern vor allem an die Menschen in Ostdeutschland, die aufstanden und sagten, es reicht, Freiheit ist unser Geburtsrecht und wir werden es mit unseren Händen nehmen. Wir wissen, dass Millionen Herzen und Hände und Köpfe hinter denen standen, die die Mauer buchstäblich niederrissen. Die Vereinigten Staaten waren gewissermaßen doppelt vertreten. Der Präsident der USA wandte sich per Video an die Jubiläumsgäste. Wer hätte damals gedacht, dass einmal eine Frau aus Brandenburg eine Kanzlerin des Vereinigten Deutschlands sein würde? Und dass ein Mann afrikanischer Abstammung Präsident der Vereinigten Staaten werden würde. Das menschliche Schicksal ist das, was die Menschen selbst machen. Auch heute gibt es noch Menschen, die hinter Mauern der Tyrannei leben. Menschen, denen eben jene Rechte vorenthalten werden, die wir heute feiern. Und dann fielen sie endlich, die Dominosteine, angestoßen vom ehemaligen Arbeiterführer Lech Walesa. 1000 Dominosteine, einer nach dem anderen, wie die kommunistischen Systeme in Osteuropa fielen, eins nach dem anderen. Diese Symbolik war gewünscht. Und dann Partystimmung. Ja, 20 Jahre später sind viele derer, die in Berlin damals